Knapp. Ja. So, willkommen zurück zu Amicia und Hugo. Wir versuchen uns unsere Haut hier zu erwehren. Wir haben jetzt Joseph, der auf dem Boot ist, uns hilft, aber wir müssen trotzdem hier durch. Oh, da sind welche. Haben die uns gesehen? Ah, schnell rein. Wir sind beim letzten Mal gestorben, aber wie du siehst, hilft uns der Typ ja. Wissen wir ja schon. Okay, wir können auch hier längs gehen, glaube ich. Ne? Geh mal hier längs. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Guck mal, wer. Der ist gut, der Typ. Noch einen erwischt. Nee, das ist ein kleiner Rambo. So, mal gucken, wo wir längst kann hier. Um gleich gefressen zu werden. Da oben. Oh, da sind auch wieder Ratten. Und vereinzelt Ratten. Lieber mal woanders suchen. Sieh dir das Feuer an. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Was haben sie also damit angestellt? Jemand scheint Angst im Dunkeln. Dann Ratten unter meinen Füßen. Können die weggehen? Krass, da waren ein paar Ratten, die habe ich nicht gesehen. Aber die haben mich gesehen. Egal. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Tier mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säuberung? So, die Oma ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob sie jemand gesehen hat. Von uns, von den Leuten. Nee, ich glaube nicht. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Sie muss irgendwie daran vorbeischleichen, das ist scheiße. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Ein Scheiße, ey. Kriegsstrategie. Noch einer weniger. Er verfehlt nie. Endlich erweist sich der Orden als nützlich. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Hä? Kann er uns sehen? Nee. Wir sind noch im Gebüsch drin. Ach, das brennt hier. Ach, shit. Das habe ich nicht gesehen, dass es brannte. Zack, da hat jemand das entzündet da. Verschwinden. Krass! Krass! Okay. Im Gebüsch bleiben. Wenn er kommt, müssen wir abstechen. Ich glaube, da kommt nichts sonst. Ja, von hinten umbringen, mal gucken. Der weiß, der will uns, ne? Der will uns. Guck jetzt an, wie wild der ist. Gierig. Aber guck doch genau, ne? Ist auf deinem Wagen noch was? Hier links vielleicht? Nee. Okay. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht verbrennen. Ich wollte eigentlich einen Stein aus dem Kopf werfen, aber was macht er jetzt? Das ist ja auch sehr wirksam. So wie man sieht, hier oben längs gehen, aber jetzt habe ich jetzt angefackelt in Richtung. Jo. Die Leute nicht los. Verstecken wir uns.
uns. Ja, müssen wir. Wir müssen irgendwo hin. Bleib in Sicherheit. Er steht nicht auf. Wollen wir hier rüber? Ja, eigentlich nur da durch, oder? Sehe ich es gerade verkehrt. Eigentlich müssen wir nur durch. Das muss bloß keiner sehen. Und mit dem Helm sind auch echt nervig. Hier durch, das Haus durch. Das macht vielleicht mehr Sinn. Viele Leute hier rumlaufen, alter Schwede. Hier ist alles sauber. Kann mir die Suche sparen. Kommt einer, wo er längs geht? Kein Tonkrug in der Nähe, oder? Eben so? Hinten nur, aber das ist nicht, wo es geht. Ihr seid bestimmt da drüben! Hier drüben! Halten Sie auf! Wir wurden entdeckt! Oh, zur Hölle! Sie sind weg! Das ist doch nicht vorbei! Nun schon. Schon reinmachen zu. Kommen die ja nicht hinterher. Oder? Die Tür kriegen sie nicht auf. Das ist immer ganz geil, man ist einfach mal hier drin und dann, ach, okay, ne, ist sie weg. Dann können wir nichts mehr machen. So, können wir irgendwas an der Werkbank machen? Jetzt aber schnell. Naja, es fehlt noch Material. Das war so ein beschissenes Werkzeugteil. Hätte man bestimmt am Lager gefunden. Was da? Verdammt! Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt! Wir kommen, ich will einfach hier oben was gucken. Bevor das danke, nicht. Dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Oh, oh. Was geht da vor sich? Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauf, lauf weg! Oh, da kommen ein paar Ratten. Wie so eine Flutwelle. Hammer, cool. Achso, sie läuft nicht doch. Ich hasse solche Rennen, da schon erzählt. Oh Gott, ich habe sie gewarnt, dass das passieren würde. Es ist sicher dieser verfluchte Wutter. Das glaube ich auch. Ja, was da! Das Haus! Ich schaffe das! Alter Schwede, wie viele Ratten, bitte sehr! Oh. Aufstehen, aufstehen, da kommen Ratten! Fuck. Ich komme zu dir! Hugo geht ab, ey.
stell mir das wieder vor. Alter, ich sehe überhaupt keine Zwischenaufpause. Da. Bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß, wo du bist. Hugo, bitte. Krass. Krass. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Ich meine, der Junge ist echt eine Gefahr eigentlich, ne? Wenn man überlegt, was er alles gerade zerstört hat, wie viele Menschenleben er also auf dem Gewissen hat, ist die Frage, wie man das alles vereinbaren kann eigentlich, ne? Muss man ja auch mal kurz einsehen. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Tja. Schon krass. Was ist los? Schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Alter, alles kaputt. Also das spielt ja schon Bombe aus, ne? Das Einzige, was schade ist, dass es nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. 60 wäre schon cooler, ne? Tu es für mich. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Alles nur wegen dir. Nein. Das hat er richtig erkannt. Ich bin schuld. Wobei. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin! Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir. Magister Baudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Hm? Ist einer von der praktischen Sorte. Tja. Das kann man wirklich nicht vereinbaren eigentlich, ne? Wenn man überlegt. Ich glaube, es würde alles enden, wenn man ihn einfach mal im Kopf einschlägt.
Oder ihn ersäuft. Ich weiß nicht. Hm. Man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht, wenn der Tod ist, kommt noch was viel Schlimmeres. Man weiß es nicht. Das ist schon krass. Muss man sagen. So, nächstes Kapitel. Unruhiges Fahrwasser. Ziemlich cool. Dann wisst ihr schon mal, was im nächsten Kapitel passiert. Wir gucken uns noch kurz die Einführung an. Und dann soll es das gewesen sein für heute. Oh, guck mal, da sind Leute baden. Natürlich baden sie nicht, das ist nett. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Das sieht schon krass aus. Man kann aber sehen, dass das Team ein bisschen mehr Kohle hatte für den Teil, ne? Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Ich will auch lieber machen, was der Junge sagt. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Uiuiui. Ich bin mir richtig warm ums Herz hier. Muss ich mal die Jacke aufmachen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Na, wird langsam ein bisschen erwachsen, der Junge, ne? Ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ja. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann legt mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Gut. So, unruhiges Fahrwasser, schiebt das Boot ins Wasser. Das machen wir aber erst bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.